Boah, das ist krass. Ja. Ja, hier so als erstes rauszugehen, ist etwa wie in der 4. Klasse. So im Uni-Hockey als letzter gewählt zu werden. Das steht hure doof da. Ja, gut. Willst du etwas abgeben? Soll ich etwas abgeben? Gibst du etwas ab? Kannst du einen Rucksack tun? Soll ich den Rucksack abgeben? Zeig mir noch deinen Rucksack. Pep-Fläschli musst du fortrühren, du hörst nicht rein. Und man trinkt halt das hure Pep-Fläschli noch aus. Und im besten Fall ist doch ein volles Cola, wo man wie ein halb wild runterkutet. Ex und weg, bis es einem Kohlensäure schier zu den Ohren rausjagt und dem aufbombenden Türstern muss ins Gesicht gehen, als wäre es der letzte Gott für immer. Ein Schwächerer hat gekotzt, da hast du dein blöde hure Pep-Fläschli. Da will ich noch mal ein paar Geld zu euch Bier. Da macht 20 Stutz. Ich habe gesagt 2, nicht 12. Welcome to Zürich Highlife, Dorftrottel. Man trägt hier bewusst Skinny Jeans zu verwaschenen Oberteilen, wenn es geht, ein schludriges Tanktop und am Rücken hat meist so diesen ultra geilen Turnsäckli, so ein Gymsack. Ich habe die huren Turnsäckli immer gehasst. Seit ich im Kindergarten mein eigenes müssen nähen, habe ich die Sieche verabscheut. Ja, und wenn man einmal nach dem Turnen hat vergessen, die verschwitzten Sachen rauszunehmen. Jetzt hast du kein zweites Mal vergessen. Und heute hat einfach jeder so ein hure Säckchen am Rücken. Also es heisst am Rücken, die Dingerlampen runter, die sind viel zu gross. Man dreht es also über dem Arsch so extra weit unten. Ein ergonomischer und stilistischer Terroranschlag. Welcome to Zürich Highlife, Bauernbübli. Jeder will besser aussehen und jeder will noch authentischer wirken. Und sie sind dann wirklich Fan von der ersten Stunde. Sie haben echt einfach schon von ganz, ganz am Anfang mitgefiebert und mitgelitten, ja. Und sie brauchen keine so hohen Turnsäckchen, sie sind nicht so New Wave Hype Kiddies, nein, sie sind das schon fast eine Lebenseinstellung, eine Tradition. Man sucht sich das Kleinste von diesen urbanen Barbies aus und steht hinten dran, dass man da mal etwas sieht. Man ist ja schliesslich hierher gekommen, um etwas zu schauen und nicht für sich aufzuregen. Und man denkt so, gut, sie ist nicht nur klein, die hat sogar eine Kappe an und nicht eines von diesen nervigen Bürzis auf der Schüssel, wo dann jedes Mal, wenn sie von Freude aufkommt, wie so einen feuchten Tennisball in die Fresse spickt. Aber nein! 10 Minuten bevor es anfängt, zieht das dumme Ding Kappe ab und dann geht es los. Sie fängt einfach die Haarsträhne und streicheln und ein bisschen fein und dann mal fest und dann wird richtig gestrickelt und gebürzt und ausgeschrissen. Sie fährt sich durch die Haare und schüttelt den Kopf. Jedes Mal, wenn sie den Kopf schüttelt, hast du immer einen Büschel im Gesicht oder eine Strähne im Bier oder so einen blöden Fecken zwischen den Zähnen und hat dann verflucht, durch der nicht so saublöd hat. Da hat es Jerry nämlich noch, aber nein. Wir sind hier in Zürich Highlife, Bubi! Plötzlich wird es dunkel, die Saalmusik geht zurück und man denkt so, das ist die Ruhe vor dem Sturm, ja, jetzt geht's los, aber dann macht es nebendran schon wow, 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 und man sieht kleine Püppchen, die sich gegenseitig Luft zufächern und sich grennend in den Armen liegen. Wieso tun sie sich das an? Jetzt reist man extra auf das Zürich raus und kommt jetzt ein bisschen dunkel für alle verheulen. Nee, das ist doch kein Spass. Wenn man es so schlimm findet, dass man gerade muss briegen muss, muss man gewiss nicht noch Eintritt zahlen, oder? Aber das ist erst der Anfang, weil plötzlich schnell wie auf Kommando hunderte von Smartphones in die Höhe und man sieht nichts. Sobald es dann wieder hell wird, ist wahrscheinlich auch ein Kommando, das man nicht mitbekommt, mitkreist und geist und schreit und man hört nichts. Weil die vordran und nebendran und hinten dran schreien, als würden sie so in einem grossen Grill und die eigene Achse drehen, wie am Spiessreien sein, und es wird gefilmt und gefötelt. Und komm, wir machen ein Selfie, alle zusammen. Verdammt, das ist kein Selfie, das ist wirklich ein Togetherli, du dumme Nuss. Ja. Aus dieser ganzen Sache entwickelt sich dann so eine Art Wettbewerb, weil jeder will sein Smartphone am höchsten aufstrecken und jeder will am lautesten schreien. Der Wettbewerb wird sogar ausgebaut und es entstehen so zwei Teams, meistens gemischt, aber zum Teil auch Mann oder Frau. Das funktioniert dann so, dass das leichtere Teammitglied auf die Schulter vom anderen hockt und von dort aus filmt, du fettelt, du schreit, du mitsingt, du geissen, du. Und so erschafft man sich natürlich ein grösseres Sichtfeld und schreckt die Gegner durch das Vorgeläuschen vom Viertelspalt brutal.
So verdammte Time of my life, Bitches. Ja, und wenn jetzt jemand würde fragen, hast du den oder diesen schon mal gesehen, dann kann ich sagen, ja, etwa 130 Mal an einem Abend. 70 Mal durch ein iPhone 4, 40 Mal durch ein 5 und 20 Mal durch ein Android. Das ist so geil, das ist so geil, Mann. 130 Mal in Zürich Highlife Swagger. 170 Mal den und 80 Mal diesen. Und wer denkt, das sei nur in Zürich so, der liegt falsch, das gibt so zu schlieren. Das Winterthur, das Liestl, das Thun oder das Basel. Dann vibriert mit einer Seite von kreischenden, spätpubertierenden, pickelfressenen, lauscht an einem Requiem von Smartphone-Kamerablitzen und einer falsch, aber laut mir gesungenen Hymne. Dann wischt seine Kleider in einer viel zu teuren Bierdusche und nimmt seine blauen Flecken vom Pogen bei Balladen mit heim. Und schlussendlich fragt man sich, wo zur Hölle bin ich da gelandet? In my generation, Bitches. Und nach der Zugabe so alle,